heutigen Sendung möchten wir einmal über die Türsprechanlage von Balta sprechen. Es handelt sich hierbei um eine Videotürsprechanlage. Wenn dabei eine Person die Klingel betätigt, kann auf einem hochauflösenden Monitor dann sofort gesehen werden, wer eben vor der Tür steht. Dabei muss die Tür eben nicht einmal geöffnet werden. Und wenn die Person auf dem Monitor dann beispielsweise einem Suspekt erscheint, so kann die Tür einfach verschlossen bleiben. Abgesehen von dem höheren Sicherheitsfaktor, den man dann hat, ist die Balta Evo Türsprechanlage auch sehr komfortabel. Aber was bietet das Gerät überhaupt und lohnt sich der Kauf hier? In der Videobeschreibung haben wir auch noch das beste Angebot zu diesem Artikel verlinkt. Es lohnt sich hier online einzukaufen, da dort oftmals bessere Preise erzielt werden können als beim Fachhändler. Beim Kauf erhält man eine Türsprechanlage als Komplettpaket mit sämtlichen Installationsmaterialien und auch einem hochauflösenden Farbmonitor. Dieser hat die Größe von angenehmen 7 Zoll, also etwa 18 cm. Der Monitor ist zudem mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm ausgestattet. Ähnlich wie bei einem Smartphone können also im Prinzip alle Eingaben bequem über die Bedienfelder auf dem Monitor gesteuert werden. Das System basiert auf einer 2-Draht-Sprechanlage. Diese moderne 2-Draht-Bus-Technologie erlaubt die Übertragung von Strom und Daten eben nur über 2 Drähte. So hat man letztendlich einen Installationsvorteil, von dem der Kunde profitiert. Ideal ist diese Türsprechanlage gerade für Einfamilienhäuser, aber auch für Mehrfamilienhäuser sind die Systeme speziell eben ausgestattet, und sollte es mal notwendig sein, so kann das System auch mit einer Etagenklingel erweitert werden. Dies ist gerade dann von Vorteil, wenn im Haus beispielsweise eine Einliegerwohnung noch vorhanden ist oder ähnliches. Wir haben ein hochwertiges Kameramodul mit Weitwinkelobjektiv. Das Modul ist in der Lage, einen Weitwinkel mit 150 Grad anzuzeigen. Dies bedeutet, dass auch Personen zu identifizieren sind, die eben nicht direkt vor der Tür stehen. Ungebetene Besucher stellen sich nämlich gerne auch mal vor die Klingel, weil sie glauben, dass ein Türüberwachungssystem dann sie nicht erfassen kann. Das fällt hier eben weg. Wir haben eine integrierte Klingel mit Türöffnung, ebenfalls sehr praktisch. Und die Platte besteht aus hochwertigem gebürsteten Aluminium. Das Material ist zudem wetterfest und rostbeständig. Und neben dem Kameramodul und der integrierten Klingel haben wir auch ein beleuchtetes Namensschild. Dementsprechend wird für ein hohes Maß an Sicherheit gesorgt. Der Monitor ist mit einem Türöffner auch ausgestattet. Möchte eine Person also hereingelassen werden, so ist das ganz einfach möglich. Auch eine Freisprecheinrichtung ist integriert, sodass hier zusammen mit der integrierten Stromversorgung ein Rundum-System entsteht, wofür keine Steckdose für den Betrieb benötigt wird. Die 2-Draht-Sprechanlage ist direkt mit der Energieversorgung des Hauses verbunden, und das Gerät, ebenfalls von Vorteil, ist auch gegen Feuchtigkeit geschützt. Auch bei Dunkelheit hat man eine hohe Sicherheit, da die Kamera mit modernen energiesparenden Nachtlicht-LEDs ausgestattet ist. Ja, alles in allem kann man auch sagen, dass gerade die Intercom-Funktion sehr praktisch bei diesem Gerät ist, sodass eben ein zweiter Monitor innerhalb des Systems integriert werden kann, und auch die Kundenmeinungen zu der Balta Evo sind
großteils alle sehr, sehr positiv. Auch die einfache Installation wird gelobt, die Bedienung per Touchscreen, die gesamte Verarbeitung. Wir haben einen hochauflösenden Monitor und auch optisch ist das Modul mit integrierter Kamera sehr ansprechend. Kleiner Nachteil lediglich, dass die Installation dennoch durch einen Fachmann erfolgen muss, auch wenn sie relativ zügig vonstatten geht. Und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei diesem Modell sehr positiv. Als Fazit lässt sich also sagen, eine Türsprechanlage zu einem relativ günstigen Preis, dessen Anschaffung es sich definitiv lohnt. Und so sind wir auch schon am Ende dieses kleinen Bewertungsvideos angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.